Dann tun wir mal hier die schönen drei Kugeln rein. So, okay, ich rasch, ich fahre kurz vor, wenn ich ihn reinmache. Zack, alle drei drin. Open! So, ich bin gespannt, was wir jetzt hier alles haben. Warte mal, sind es nicht die vier Pergamenton? Ich sehe schon, wieder ein netter Dungeon. Alles klar. Hauptsache, wir kommen erst gerade eben von einem Dungeon. Ah, ich muss da rüber. Ei, mein Hirn war zu langsam. Close one. Okay, jetzt habe ich es aber. Hey, was hat der denn? Was war das? Okay, jetzt sind wir wieder in einem Ort wie in einem Wasserdungeon oder was? Du kleiner Bastard. Wenn ich jetzt hochgehe, ist unten, oder was? Naja, wenn er jetzt da hochgeht, dann würde er da halt hängen bleiben, oder was? Oh no. Kleiner Bastard. Ein rotes Juwel, okay. Okay, auf der rechten Seite ist hier also dieses blaue Juwel. Also dann ist ziemlich offensichtlich, dass hier das rote wieder reinkommt. Und jetzt kommt wieder Water. Ist immer außerhalb des Turms. Von außen sieht er einfach sowas von harmloser aus. Da ist ein paar Tote wischen. Aber keine Siegel meines Bruders, weit und breit. Die wohl, wie die wohl da kleben bleiben. Ja, letztes Mal, war das letztes Mal? Oder ich glaube, vorletztes Mal haben wir doch festgestellt bei dem Origami-Meister, dass das nächste wahrscheinlich so Klebeband sein wird. Der nächste Boss. Oh mein Gott, ich will ausweichen und dann. Los einfach nur. Ich habe eigentlich gerade gar keinen Bock auf diesen Kampf. Darum werde ich jetzt zum ersten Mal vor dem Kampf flüchten. Ich möchte wissen, wie das funktioniert. Einmal nur gedrückt halten? Oder ist es immer noch lackbasierend? Ich verstehe es nicht. Und sliden wir? Darüber. Hä? Da wegen dem kleinen Felsvorsprung da unten hält das okay. Und jetzt sind wir in Hood Area. Muss man sich den Weg merken? Ja, tut mir leid. Ich weiß nicht, ob ich mir das merken konnte. Warte mal. Das war irgendwie so, dann darüber. Ich glaube, dann einfach so wieder außen rum, ne? So richtig unnötig. Lüll. Jetzt rollt es da runter, macht es da weg. Und damit geht da drüben wieder das Eis weg. Holy shit, was geht hier ab? Sollen das Wolken darstellen? Oh mein Gott, wie das aussieht. Meine Güte, sind das viele Toads. Holy cow. Wenn du da den Boss besiegst, einfach 100 Toads gerettet oder sogar noch mehr. Kommt jetzt schon der Boss? Weil ich weiß nicht, was jetzt noch kommen soll. Wir haben jetzt alle vier Pergamenta anscheinend, wie es heißt, schon gesehen im Dungeon. Und wir sind jetzt schon mit der Luftschlange? Holy... Hä? Ich weiß nicht, Gefühl ging es jetzt gerade ein bisschen zu schnell. Okay, hier sind so wieder so Gebiete, welche für die verschiedenen Pergamente zuständig sind. Aber zu denen kommen wir im Moment noch nicht. Na dann. Und rauf mit mir. Und rauf mit ihm, I guess. Da ist er, der Klebeband. Das Klebeband. Der haftende Horror. Klebeband. Jetzt werdet ihr pappen, ihr Lappen. Holy shit, das hat Damage gemacht. Boah, das Damage gemacht. Meine Güte. Oh Gott. Da muss es doch irgendwas geben, was ihn wieder heilt, oder? Weil ansonsten ist der Boss ja doch zu leicht, oder nicht? Aber kann er jetzt nicht dead sein, oder? Der ist nicht dead. Nee, der ist nicht dead. Die freuen sich nicht so bei einem Bosskampf. Okay, das Klebeband an sich lebt noch. Das war jetzt bisher nur das Gehäuse, das wir kaputt gemacht haben. Okay, jetzt kommt das, was ihn besonders macht. Was auch immer da macht. Ach, kann ich jetzt die beiden Felder zusammen... Ja, okay, ich kann die einfach nicht drehen. Nee, warte mal. Wenn ich die nicht drehen kann, dann kann ich den ganzen Rest auch nicht drehen. Ah, nee, ich kann sie noch drehen, aber dabei dreht sich die andere gleich mit. Aber die Dinger kann ich nicht drehen. Macht doch Sinn. Okay. Ich weiß nicht, ich probiere jetzt, glaube ich, einfach mal das Feuerpergament. Und großartig mehr kann ich ja nicht machen. Mal das Feuerpergament und irgendwas? Nichts! Doch, okay, na gut, 20 Damage, aber. Perfekt! So, das ist doch ganz gut, oder so, oder? Ja, lol, ne? Also ich kann ja jetzt nichts mehr machen, oder? Hab ich nicht basically jetzt verloren? Er nimmt seinen ganzen Kleber wieder. Heizt sich wahrscheinlich damit halt auch, ne? Aber immerhin hat er seinen ganzen Kleber wieder. Was macht er jetzt? Die innere Reihen hat er jetzt einfach komplett zusammen gemacht, aber das ist besser als das, was davor war.
So, Tipp hat mir gesagt, ich soll mir den Greifarm vorne den packen. Mal gucken, was dann passiert. What is happening? Ich ziehe. Holy shit, macht das Damage. Dann ziehen wir mal wieder, ne? Damit solltest du tot sein. Sehr schön. Hey, es macht wieder Boom. Und damit sind jetzt alle Toads wieder frei und fallen runter. Jetzt bin ich aber gespannt, weil ich meine, jetzt können wir die Luftschlange hier schon, ja, schlagen. Aber was ist mit den vier Dingern, die außen rum sind? Das nächste ist Kaputikus. Es fehlt nur noch eins. Dann haben wir es. Also tatsächlich relativ bald ist das Spiel vorbei. Die Blicke der Vielfältigkeit vereine und der Weg wird weit zur ewigen Glückseligkeit. Was hat es mit dieser Glückseligkeit immer auf sich? Mein Gott. Also hier, um an die Lava anzukommen, müssen wir halt wahrscheinlich Wasser verwenden. Last one. Was geht jetzt ab? Die Macht der Götter? Was geht jetzt ab? Okay, ein Strahl nach oben. Ist es soweit? Können wir in den Himmel? Okay. Ich dachte, ich muss vielleicht noch irgendwas drücken, aber nee, es geht einfach los, Alter. Oben angekommen. Was, wie heißt das? Ich hab's nicht gelesen. Aber was passiert denn jetzt hier? Weil es gibt kein Dings mehr. Es gibt keine. Also es gibt noch eine Luftschlange, aber es gibt kein Dings mehr. Oder ist es Bowser? Mein Bowser haben wir schon seit einer Ewigkeit nicht mehr gesehen. Und so ein bisschen wie der Ort hier aussieht, kann ich mir vorstellen, dass es vielleicht die Stelle ist, wo man mit Bowser Jr. später sein wird. Weil diese Szene haben wir auch noch nicht erlebt. Okay. Tor zur ewigen Glückseligkeit. Servus. Dass man auch so komplett weiße Tots sieht, ist auch das erste Mal, gell? Dein Besuch macht uns selig, Mario. Ich warte schon seit einer gefühlten Ewigkeit darauf, dir zu Diensten zu sein. Einfach, selbst im Himmel hast du Engelstoads, welche schon Fans von Mario sind. Als Eintrittspreis würde sich das Bad für eine freiwillige Pflichtspende von... Warte, was? Eine freiwillige Pflichtspende, ja! Yeah! Jetzt kriegt man noch so ein Stempelkärtchen. Ich finde echt schon, was hier abgeht. Pipe Number 5. Quell der Reinheit. Lindert Risse, Schnitte, Rupf rein. Okay, dann gehen wir mal hier rein. Und jetzt? Immer wird mir hier voll geil. Was ist das? Sagenhaft, der Hammer. Sehr schön. Sieht auch wieder nach einer krassen Area aus. Warte mal, da ist doch Bowser's Palast. Ja, was geht denn da hinten ab? Entschuldigung, Herr Reinemacher. Ja! Der Soundtrack aus Stickerstar. Oh, den fand ich so geil, den Soundtrack. Ich weiß gar nicht, ob es den auch in Color Splash gab. Aber ich kann mich nicht erinnern, einen Carmack oder einen Magikooper jemals getroffen zu haben dort. Mario, was in 2 und 12 Zündelzaubern treibt denn dich hierher? Ah ja! Sie sind also Bowser Saubermeister. Nicht Zaubermeister, sondern Saubermeister, auch nicht schlecht. Okay, jetzt erfahren wir, was wirklich abgegangen ist. Nach wilder Flucht in der Clownskutsche flog König Bowser zu seiner Festung, wo ich seine harrte. Doch, oh Graus, ein Hinterhalt der Falschschergen. Nun weiter unser König abermals in ihrer Gefangenschaft. Oh no. Ich allein heldenhaft den Schurken entwuselt, schickte mich an, den Notfallknopf zu betätigen. Doch einen unschuldigen Knopfdruck später hatte ich die Fluchttriebwerke der Festung abgeschaltet. Verdaut. Bowsers Festung fiel aus allen Wolken und landete mitten im Bad Elysium. Elysium? Elysium? Und zwar genau da drüben. Das war mal unsere Festhalle. Für das Werfen von Festungen auf unserer Halle wird eine Reservierung benötigt. Hauptsache Reservierung! Ja, Mann! Welche Zahlweise darf es denn sein? Münzenkarte oder gnadenlose Zwangsarbeit? Hier entlang, Mario. Erst die Story, dann das Vergnügen. Ich wollte gucken, was da hinten ist, weil da, glaube ich, irgendwo noch hinführt, ne? Aber erst mal den Story-Mode machen. Okay, sorry. Oh, jetzt müssen die echt alle hier Zwangsarbeit machen. Holy shit. Dieser Toad sieht einfach nur irgendwie total verstörend aus. Als ob es euch gibt. Die haben aber hier echt viele Gegner aus alter Serie rausgeholt. Holy shit. Papa. Das ist Bowser Jr. oder was?
Der war ganz woanders. Ja, stimmt, der war ganz am Anfang gar nicht dabei, ne? Wird so irgendwie schief gehen, oder? Eine Schere, oh! Ja, den hat's zerlegt. Der ist dead, Alter, der ist dead. Okay, jetzt gehen wir mal den Überresten von Bowser Jr. zurück zur Quelle, anscheinend. Ja, als ob da jetzt die Chuckers, nee, wie heißen die Chucks, die Charging Chucks drin sind. Da haben echt viele Gegner aus Mario World wieder zurückgebracht, ne? Ach, Kamek ist jetzt auch, ja gut, ja, man hätte auch rechnen können, dass Kamek jetzt ein Partner ist, ne? Ah, jetzt aber. Auch nochmal 38 Damage, meine Güte. So, aber das Bart würde jetzt nicht helfen, ne? Also, das würde jetzt nicht Bowser Jr. wieder fixen. Ich meine, mal im Trailer gesehen, dass man irgendwie noch eine ganz große, lange Reise machen muss. Naja, immerhin ist er wieder zusammengewachsen. Ein Wunder, der Junge erlebt. Dafür bekommt Badalysium von mir mindestens 3 Sterne online. Die beste Google-Rezession erstmal. Derzeit droht Delikanteres als das 3-Millionste Duell gegen Mario. Ey, ich feier Kamek. Was? Also verkaufen wir für 10.000 Münzen ein super seltenes, einmaliges Dankeschön von uns? Kaufst du es für die gute Sache? Was? Ich habe den Zusammenhang überhaupt nicht verstanden. Was, wenn ich nicht kaufen drücke? Der Kommentar, geil. Ja gut, dann kaufe ich es halt, wenn du es nicht günstiger abgeben möchtest. Ich meine, 10.000 habe ich. Ich hab da 10.000 ausgegeben. Wow, bist du reich, sagt er jetzt. Ich sag nichts dazu. Die meisten, die hier reinsteigen, schreien total laut los. Wieso nur? Mir dröhnt schon der Kopf. Ist es so warm oder was ist das? Es ist halt schon rot, das Wasser, ne? Dann gucken wir mal. Ja, es ist hot, holy shit. Aber hier rechts müssen wir das noch anmachen, ne? So, fixen wir hinten das Wasser und dann sollte es wieder abkühlen da oben. Jetzt kommen wir da rein. Na, guck mal, die Schnitte sind jetzt weg oder die harten Kanten sind weg, aber dafür ist er noch ein bisschen zerknittert. Was ist denn jetzt los? Was ist passiert? Ich hab dich mal hingeguckt, was mit ihr passiert ist. Ach, ihre Knicken glätten sich auch. Oh no, und das ist bei Origami gar nicht gut. Holy shit. Ich hab das Gefühl, irgendwas wird jetzt ganz, ganz anders aussehen. Oh no. Hä? Okay, alles klar.